So, ich bin jetzt eins mit der Natur. Ich trage eine Zahnkette. Oh mein Gott, der große Saiyaman. Kriege ich ein Autogramm? Welcome. Ich gucke immer wieder rein, als würde es ja irgendwann mal was Neues geben. Gibt's eigentlich nicht. Wird's auch wahrscheinlich nicht geben, bevor ich in der Story weiter voranschreite und erstmal Freezer auf die Fresse haue. Aber dann würde ich schon gerne vorher 30 erreichen. Und jetzt habe ich hier Yamchu irgendwo gefunden als potenziellen Typen hier. Wie heißt denn das? Lehrer. Da wurde ich ja schon ganz schön, habe ich große Augen gemacht. Krass, ey, du hast das Vegeto-Komplettsystem. Das will ich auch haben. Vor allem die Schuhe und die Handschuhe. Dann müsste ich hier nicht dieses Overpower-Zeug tragen. Guck mal, du hast keine Sohlen. Ich habe so ekelhaft graue Sohlen. Du bist viel cooler. Außerdem will ich deine Trainingshose haben. Mein Gott, ich will das Vegeto-Outfit haben. Einfach so, weil es cool ist. Ich habe mir für 60 Euro so eine Vegeto-Figur importieren lassen, eine neue. Weil die alte, die war mir zu klein und die neue musste irgendwie zu den Beerus passen, den ich mir importiert habe. Von daher, weißt du, was ist das? Lass mich doch aussehen wie der Typ. Der war lustig. Der ist viel zu schnell wieder defusioniert worden. Dafür, dass das für immer sein sollte. Hätte ich mitleben können. Vegeta und Son Goku und eine Person für immer, warum nicht? Gut, deren Frauen hätten vielleicht ein Problem damit gehabt, aber da fusionierst du halt Bulma und Chichi auch noch und dann ist gut. Weiße ist ja jetzt nicht so. Jetzt habe ich da irgendwie was angetippt, aber es passiert nichts. Du hast nicht genug Dragon Balls. Bitte komm wieder, wenn du 7 hast. Ja, ich habe nicht genug Dragon Balls. Aber weißt du, was ich habe? Ich habe einen Dragon Ball gefunden. Und zwar den mit den 4 Sternen. Der ist mir einfach so beim Trainieren zugeflogen. Da kam ich in eine extra Umgebung. Ich glaube, das war bei den Pflanzen. War das bei den Pflanzenmännern? Die konnte ich nämlich mittlerweile endlich mal mit einem Schlag vernichten. Also relativ mit einem Schlag. Das war am Ende sau einfach. Vorher habe ich da ewig versucht, das in den ersten 5 Minuten zu schaffen. War unschaffbar. Aber dann ging's. Und irgendwie, glaube ich, bin ich dann. Da war das woanders. Irgendwann bin ich jeweils in so eine Untergrundhöhle gekommen. Da hat ein NPC von irgendwem anders gegen mich gekämpft. Und dann hatte ich auf einmal einen Dragon Ball mit 4 Sternen. Fand ich krass. Oh, sehr gut. Da musst du nicht mehr weinen. Pan, willst du weiter meinen Fortschritt kommentieren als meine Meisterin? Tut mir leid wegen letztes, ich war einfach so sauer. Naja, du warst eher, also... Du kannst mir nicht sagen, ich soll auf dich einprügeln und dann anfangen zu heulen, wenn ich es tue. Das geht nicht, Mädel. Naja, jetzt ist wieder alles gut. Ja, wir können wieder Freunde sein. Finde ich gut. So, scheiß auf Ginyu. Son Gohans Tochter ist mir einfach sympathischer. Mach ich so ein Gesicht, als würdest du voll der Pedo sein. Ist nicht. Die ist einfach süß. Da hört es aber auch auf. Haha, Raditz Anzug. Und dieses komische Anfängerschwert, was ich auch hatte. Lass raten, Level 9. Level 29, Kracke, der ist krasser als ich. Wir sind ja alle besser. Weil ich nicht zum Training komme, weil ich hier ein Let's Play mitmache. So, deswegen Fähigkeiten ändern. Nee, Attribute boosten auch nicht. Da wollte ich mich ja mal umgucken, wo ich denn am besten boosten sollte. Scheiße. Ausrüstung ändern war es dann. So, Ninja kann das Ergebnis meines Trainings. Ja, was habe ich noch so? Saiyajin-Krieger, Z-Seele von Vegeta, aktiviert bei Wiederbelegungen von K.O. Alle Werte werden leicht verbessert. Was? So, wenn ich wieder zurückkomme, sind meine Werte besser. Ja, ist klar, weil Saiyajin ist ja, ne? Aber ich bleibe hier bei Ergebnis meines Trainings, weil das könnte am Anfang halt so eine Dauerladung von Ki aktivieren. Kann ich ganz gut gebrauchen. So, wie viel fehlt mir bis zum nächsten Level? 5000 Punkte. Ist klar. Guldo mache ich jetzt noch nicht. Ich gehe jetzt erstmal zu Raditz und werde mit ihm zusammen Son Goku und Piccolo verprügeln. Denn ich glaube, mittlerweile bin ich dafür gerüstet. Ich habe mir das nochmal im Rerun angeguckt, also während ich die Folgen geschnitten habe, warum ich seither so komische Angst vor Raditz hatte. Weil das ist mir mittlerweile komplett entfallen. Ich dachte mir nur noch, da lieber nicht hin. Wie heißt denn der Typ da hinten? Achso, cool. Ich dachte, lol. Turn. Ja, dich kenne ich. Turn. Turn, turn, turn around. Das war aus dem Harry Potter Film, ne? In der Ramen. Ich weiß nicht mehr. Also guckt euch mal irgendwie. Ich glaube, der vierte, das mit dem Trimagischen Turnier.
Da gab es dann irgendwie diese Band, die den Weihnachtsball da besungen hat und... Genau. Ich kann nicht zurück. Mein kleiner Bruder hat mich zum Narren gemacht. Das solltest du doch wissen. Wir gehen nochmal zur Erde. Ja, ja, komm. Dann machen wir sie fertig. Komm hier, ein Stern, 15 Minuten, da lache ich drüber. Wahrscheinlich werden beide nochmal wiederbelebt und mal gucken, was passiert. Ich mache euch fertig. Ich ramme euch unangespitzt in den Boden. Denn jetzt bin ich nicht mehr nur Level 4, sondern schon fast Level 30. Aber nur fast. Soll ich wieder Musik anmachen? Weil viel Story wird ja jetzt hier nicht passieren, oder? Saiyajin-Blut. Ach komm, eine Runde. Ihr könnt ja notfalls die Untertitel lesen, ne? Start! Okay, ich nehme Piccolo. Wenn ich ihn auswählen könnte, kann ich nicht. Du bist Kakarot, da kannst du dich wehren gegen wie du willst. Aber ich nenne mich ja auch anders, ich verstehe das. Ändert nichts daran, wer du bist, Kumpel. Oh, jetzt reicht's mir aber. Wie kann ich... So kann ich den Fokus ändern, sehr schön. Jetzt aber! Halt an die Fresse, Piccolo! Haha, erwischt! Ich komme nur nicht rein aus irgendeinem Grund. Wow! Und ich weiche auch noch aus und schaff's nicht. Ich komme mir immer noch so unterbesetzt vor. Irgendwie. Krass, ey. Wie viel zieht ihn das Kamehameha? Das kann kein starker Son Goku sein. Siehst du mal. Son Goku mit dem Kamehameha ausgeschaltet. Und das auch noch aus der Ferne. Das müsst ihr auch erstmal drauf haben. Hahaha, geil. Luftfinisher. Finde ich gut. Wie, das war's schon? Ja, ist nur ein B, ich weiß. Das ist vielleicht ein bisschen doof, Mädel. Kampf in Unterzahl. Wie? Waren doch 2 gegen 2. Wo ist denn da die Unterzahl? Harte Gegner besiegt. Da war doch gar kein harter Gegner. Ich will das nochmal probieren und vielleicht unter einer Minute schaffen. Registrierung Bestenlisten. Ja, das war jetzt nicht so ruhmreich, dass das in die Bestenliste müsste. Überhaupt nicht. Einfach, es war töricht, mich mit dieser unangemessenen Stärke anzugreifen. Ich habe Kakarot eine Lektion erteilt, seinem Bruder tropft man nicht. Er ist ein Schwächling geworden. Aber es ist jetzt gut. Wenn er mit mir Planeten jagt, wird sein Saiyajin-Blut ihn wieder reizen. Ja, ich glaube auch. Ja, komm, geh mir weg mit Kakarots Kindern. Hast du ein Geschenk für mich? Ja, den Findenschutz benutze ich gerne. Hast du mir toll beigebracht. Und diese super Ausweichblume, die ist auch toll. Wie hieß die nochmal? Die hatte irgendeinen komischen Namen. Hat irgendwas mit Jungfrauen zu tun. Also die Erklärung der Attacke, nicht die Attacke selber. Jungfernknall, doch, hatte doch was mit Jungfrauen zu tun. Traue ich mich, Nappas Ding anzunehmen? Bist du Lord Freezers Kind? Nein, bin ich nicht. Ich habe nichts mit Lord Freezer zu tun. Stell ihn vor mich und ich werde ihn unangespitzt in den Boden rammen. Wie? Nein. Mann, hast du mich erschreckt. Gut so. Wir gehen zum Spielen auf einen Planeten namens Erde. Und wir schnappen uns einen Schatz namens Dragon Balls. Aber die Leute auf dem Planeten haben vor, sich zu wehren. Ich freue mich schon, diesen lästigen kleinen Blödmänner zu begrüßen. Möchtest du mitkommen? Je mehr, desto besser. Oh ja, klar. Die mögen mich eh viel zu sehr, deswegen... Alle Team-TP weg, Zeit abgelaufen, wow. Das wird lustig. Nicht. Ganz schön viele Gegner dafür, dass ich jetzt... im Prinzip... noch nicht so geil drauf bin, weil ich 2 Tage Pause hatte. Da muss ich erstmal wieder in den Kampf reinkommen. Wie ihr vielleicht eben festgestellt habt, ich fliege kaum mehr hinter den Leuten her. Das irritiert mich. Vielleicht ist der Controller mittlerweile auch kaputt gespielt. Ich weiß es nicht. Erdinvasion. Alright.
Playtime is over. I'll show you what I'm really made. Ja, na komm her. Dann tschu. Na komm, Wolfstechnik oder so. Bring mir die Wolfstechnik bei, die würde ich gerne mal haben. Wer kommt? Wer kommt? Wer kommt? Hallo, alter Meister. Das scared dich nicht? Ich werde dich aber gleich scannen, pass auf. Wo ist eigentlich Nappa hin? Ach, der steht da am Rand, der Penner. Neuer Unterstützer? Ah, jetzt kommt der Penner dazu. Nimm dir gefälligst Krillin und dann... Nagel, Tension Han gehört mir. Richtig. Und von mir. Piccolo kommt dazu. Und langsam ein bisschen voll hier. Nappa, nimm dir den Grünling. Ich nehme Krillin vor. Das war perfekt ausgeführt. Also für meine Verhältnisse. Namekiana, komm her, Piccolo. Wir müssten mal wieder trainieren, weißt du? Wo ist er denn? Verdammt! Hätte ich vielleicht ein bisschen weniger cool sein wollen müssen. Okay, der Flintenschuss, der funktioniert besser, wenn man nah dran ist. Run, Gohan. Er kommt als nächstes. Du solltest weglaufen, wurde dir gerade gesagt, du Penner. You're with Frieza? Ich Quatsch. Ich bin nur zum Spielen hier. Ist ja jetzt nicht so, als würde ich euch umbringen. Das tun nur die anderen. So, kommt jetzt endlich mal das Hauptgericht. Ach, Quatsch. So, you're finally here. I'm not going to let you get away with this. Verdammt. Pass auf, Flintenschuss. Habe ich von deiner Enkelin gelernt. Cooles Mädchen. Das war mal cool. Weiß gar nicht, ob wir sowas für euch schon mal im Let's Play hatten. Wow. Ernsthaft? Ich lasse mich doch nicht von dir verarschen mit deiner Kaioken. Ja, ne? Voll lustig, deswegen bin ich ja hier. Nicht um zu töten, sondern um Spaß zu haben. Da kommt noch einer. Wer kommt jetzt? Und oh, nein, 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 nein. Schon wieder. I don't have a choice. I'm going to have to triple my Kaioken. Body, don't let me down. Kaioken times three! Yo! Hinter dir! Komm, Goku! Na bitte, jetzt wird's langsam interessant. Ah, das war zu weit weg. Scheiße! Ja, ich war doch hinter dir, ich war doch hinter dir, verdammt. Was? Wer? Mit wem? Achso, Pan, du bist bei mir. Danke, Süße. Zeig deinem Opa, wo der Hammer hängt.
wieder voll in den Energiestrahl. Sorry. Hinter dir. Ich sollte mehr Team-Energiekapseln mitnehmen, habe ich so einen Eindruck. Ich habe mich nur schützend in den Strahl geworfen. Hat wahrscheinlich gar nichts gebracht, aber egal. Wäre schade, wenn wir jetzt verlieren. Nur weil einer von euch zu blöd ist, auf sich aufzupassen. Ja, Nappa wird wahrscheinlich als erstes dran glauben dürfen. Komm, ich habe es gerade auch geschafft. Ah, verdammt. Ich habe es gerade auch geschafft, Vegeta gegen den Kaioken. Son Goku zu überstehen. Zu zwingen. Guck mal, Pan, du wolltest doch wissen, wie das geht. Flintenschuss, da war er. Finish! Ach, beim nächsten Mal, Sonny. Alter. War das anstrengend. Also nicht jetzt wirklich, aber. Krass. 5 Gegner besiegt, 3-mal Superangriff besiegt, Finisher, harte Gegner besiegt, über 10 Superangriffe, Meister tritt bei. Das hatte ich auch noch nicht, dass das meine Meisterin mitmacht. Krass. Meister versus Schaden, was auch immer das ist, Meister Gegner besiegt. Achso, Meister im Sinne von nicht der Meister, sondern der Meister versus Schaden. Meister Gegner besiegt, K.O.-Zähler 0. Das ist auch sehr gut, nicht einmal K.O. gegangen. Hat mir gefallen, das fand ich cool. Yamchus Moten Roshigi. Wie viele Muten Roshigis kriegt? Dreifache Kaioken? Was ist denn das für eine Angabe? Für eine Macht. Ist das jetzt mehr so in Richtung Dings oder mehr so in Richtung Bums? Ich war wohl bei der Begrüßung zu höflich. Wir sind fertig mit dem Abschaum. Jetzt zur Suche nach den Dragon Balls. Sie ist lässig. Ich lasse lieber die Pflanzenmänner danach suchen. Wenn wir alle finden, bekommst du auch deinen Anteil. Und jetzt wird gespielt. Ja. Viel Spaß beim Spielen. Warte mal, verändere ich hier gerade die Geschichte zu Ungunsten der Geschichte, wie sie eigentlich war? Das ist vielleicht ein bisschen... Ich finde das so lustig, wie er von alleine anfängt, sich am Kopf zu kratzen, wenn ich gerade Fragen stelle.